Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tutorial-Moduses, so möchte ich es mal glatt nennen. Denn ja Freunde, wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit der nächsten Frage, der wir nachgehen wollen. Nämlich nun der zweite Teil, nachdem wir nun gemacht haben, den Teil von der Demokratie zur Diktatur, wie man ein Land von Demokratie zur Diktatur führt in Power Revolution. Habt ihr mich gefragt, ob ich nicht vielleicht mich auch mal dran machen könnte, euch den umgekehrten Weg zu zeigen, somit also von einer Diktatur zu einer Demokratie hinne. Und ja, dem möchte ich heute nachgehen, nachdem es gleich diese melodramatische Musik mal ganz kurz genau pausiert. Dafür werden wir natürlich ein diktatorisches Land auswählen, um mal ganz kurz das eben, ja, euch dann nahe zu bringen, wie das Ganze ungefähr auszusehen hat. Dafür hätte ich ganz gerne ein gewisses Land, das dafür prädestiniert ist. Genau, auf dem Kanal auch schon bestens bekannt, das gute alte Nordkorea. Genau, also ich würde sagen, wenn wir von einer Diktatur sprechen, im heutigen Sinne einer der größten Diktaturen, die noch so leben, was absolute Machtbefugnisse angeht, dann müssen wir definitiv über die Diktatur in Nordkorea sprechen, mit allem Zip und Zap, also Wahlen mit Ja- und Nein-Stimmen, mit Personenkult ohne Ende, dichte Außengrenzen, abgeschottetes Land. Ich weiß gar nicht, wie viel Budget mittlerweile in die Armee fließt, können wir uns vielleicht auch mal ansehen, aber auf jeden Fall absolute Vorzeigeland, wenn es um Diktaturen geht, also Nordkorea, werden wir für unser Experiment hier heute dann mal auswählen. Und ja, damit wollen wir die ganze Geschichte starten, hier wieder die weisen Sprüche, Revolutionen führen allgemein legt zu einer Verschiebung der Knechtschaft. Naja, das lassen wir mal so stehen, das halte ich jetzt irgendwie für nicht den gescheitesten Satz. Es sei denn, man spricht von einer gesamten Revolution. Aber gut, das ist jetzt tatsächlich nicht das Thema. Da bitte mal pausieren. Und genau, da sind wir also, Freunde, in Nordkorea. Ja, wie gesagt, aus dem Nordkorea-Let's Play. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es nochmal verlinken. Auf jeden Fall bestens bekannt. Ansonsten sucht es nochmal auf dem Kanal und den Playlisten auf jeden Fall relativ leicht zu finden. Genau, also hier dann der Vorzeigestaat, diktaturmäßig, jetzt wollte ich mich ganz kurz gucken, das interessiert mich alles doch selber. Ja, solide 42% des gesamten Haushalts fließt ins Militär, das ist viel zum Vergleich. Deutschland liegt bei, liegen wir bei 2%, 3%, irgendwo so die Ecke. Also ihr seht hier Weltdurchschnitt 2,8 so auf jeden Fall und wir liegen halt mit 42% drüber. Genau. Ja, dann wollen wir uns mal an das ganze Ding hier ranwagen. Und zwar, ja, wie kommt man am besten jetzt also von einer Diktatur zu einer Demokratie? Fassen wir erstmal dahingehend zusammen, was natürlich unser Hauptziel sein wird am Ende. Unser Hauptziel am Ende wird es natürlich sein, hier Recht des Parlaments festlegen, dass wir natürlich hier quasi für freie Wahlen dann am Ende stehen. Genau, wollen wir kurz... Hier, genau, also zumindest das Maximum, was jetzt zum Beispiel hier möglich ist in Nordkorea, ist erstmal Abstimmung, Gesetze, keine weiteren Rechte gegenüber der Regierung. Warum das so ist, kann ich euch ganz kurz eben sagen. Das liegt ganz einfach daran, dass halt unsere hier politische Partei für den totalitären Kommunismus steht. Das heißt, alleine schon aus unserer Partei heraus können wir gar nicht mehr Freiheiten sozusagen erlauben, sonst wird es mit unserer Partei nicht übereinstimmen. Das heißt, dafür bräuchte man sozusagen eine andere Partei, um auf komplette Demokratisierung zu gehen. Aber wie gesagt, also wenn wir es alleine schon schaffen würden sozusagen, dass in Nordkorea tatsächlich ein Parlament gibt, was über die Gesetze abstimmen darf, dann wäre das tatsächlich ja schon durchaus ein großer, großer Fortschritt. Genau. So, die Frage ist natürlich, wie kommt man da am besten hin? Dafür sehen wir uns erstmal Nordkoreas Gesamtbild an. Also wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt gehabt hier, wir haben es so mit einem Land zu tun, wo es, so dezente Probleme geben könnte mit Personenkult etc. pp. Also tatsächlich das Land, so diktatorisch wie kein zweites. Dementsprechend muss man tatsächlich hier ähnlich vorgehen, wie wenn ihr von einer Demokratie zur Diktatur wollt, aber natürlich den umgekehrten Weg gehen und dementsprechend auch umgekehrt denken müsst ihr. So, das heißt in diesem Fall... Ich würde zum Beispiel erstmal anfangen, was relativ einfach ist. Ich würde zuerst einmal versuchen, den Personenkult abzuändern. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Also das wird jetzt natürlich jetzt erstmal auf Anhieb nicht durchs Parlament so kommen. Aber das heißt, wenn wir jetzt eins nach dem anderen hier vielleicht überlegen abzuschaffen, Sekunde. Genau, versuchen wir erstmal das Schlimmste abzuhängen, und zwar die Statuen und an öffentlichen Plätzen. Wobei das könnte vielleicht auch das Schwierigste sein von allen. Ja, das scheint das Schwierigste zu sein. So, das heißt, wenn wir das vielleicht in Amtszimmern zumindest die Bilder wegkriegen, Sekunde, so rum, wie sieht es damit aus?
Na, da sind wir schon ziemlich nah dran. Also sozusagen, dass ihr auch hier wieder Schritt für Schritt geht. Zuerst hätte ich, wie gesagt, den Personenkult versucht abzuschaffen. Also das zum Beispiel würde gehen, wenn man erstmal die Bilder in den Amtszimmern rauskriegt. So, damit fängt die ganze Geschichte an. Das ist noch so das Leichteste, was zu entfernen ist. Wie gesagt, diesen Kult rund um die Statuen und so ist das Schwierigste. Aber damit würde ich dann vielleicht an eurer Stelle anfangen. Wie gesagt, alles, was ums Parlament geht, Jungs, ganz ehrlich, das ist das, was als allerletztes kommt, was sozusagen das Sahnehäubchen eurer Demokratisierung bilden muss, tatsächlich, weil das darf ich mal ganz kurz hier erwähnen. Sekunde, hier Meinung des Parlaments. Gut, das würde man sogar vielleicht sogar fast noch hinkriegen. Aber ich befürchte, dass ihr dann, wenn ihr das dann schon macht, so ziemlich früh ihr Problem mit der Partei kriegen werdet. Weil tatsächlich die Partei selber dann euch vielleicht droht abzusetzen und das ist halt tatsächlich, also muss man sagen, währenddessen in der Demokratie tatsächlich das Volk euer größter Feind ist, ist das Volk während einer Demokratisierung euer größter Freund und die Partei euer größter Feind. Und dementsprechend müsst ihr auch daran denken, dass tatsächlich also jede Handlung, die ihr habt, die muss irgendwie mit der Partei einhergehen, weil es ist natürlich, ihr habt es schon gesehen, sehr umstritten, was ihr dann machen würdet. Ihr würdet, wenn ihr es hier irgendwas schafft, was aufzurichten, dann nur mit knappen Mehrheiten bekommen. Und dementsprechend also passt immer darauf auf, was die Partei dementsprechend dazu sagt. Ist klar natürlich, dass sie jetzt nicht himmelhoch jauchzend sind, die alten Kommunisten, wenn ihr jetzt anfangt, hier Reformen einzuführen, aber ja, so das bisschen, was Not tut halt, dass ihr damit anfangt. Was ich euch zum Beispiel auch nahelegen könnte, ist vielleicht tatsächlich als allererstes so die ersten sachten Schritte zu gehen, indem man darüber nachdenkt, was Gewerkschaften, Verbände, Religion etc. angeht, dass man hier vielleicht ganz simple Versuche startet, hier zum Beispiel das Streikrecht als begrenzt wieder einzuführen. Oh, wird auch ein bisschen schwierig. Sekunden, was haben wir denn da hier? Die Befugnisse? Vielleicht Gewerkschaften, dass man die anerkennt. Das ist halt auch ein bisschen viel. Ne, das ist auch ein bisschen viel. Sekunde, dann ziehen wir das Projekt mal ganz kurz zurück. Das ist also auch ein bisschen zu viel. Dann überlegen wir vielleicht mal, was können wir denn noch machen? Dann vielleicht die Verbände. Hier, die Rolle der Vereine. Genau, Vereine werden zum Beispiel toleriert und überwacht. Wie sieht's denn damit aus, Freunde? Auch schwierig. Aber ihr wisst zumindest, was ich meine. Also ihr müsst tatsächlich versuchen. Also ich könnte jetzt tatsächlich irgendwie versuchen, das jetzt tatsächlich auf gut Glück hier irgendwie zu bewerkstelligen, dass tatsächlich die Verbände hier ein bisschen freier agieren können. Aber praktisch gesehen, also das ist so ein Teil, den würde ich euch dann natürlich jetzt erstmal selber überlassen. De facto aber, wie gesagt, auf jeden Fall halt zusehen, dass ihr halt nach und nach diese ganzen Beschränkungen lockert. Wie gesagt, anfangen würde ich halt beim Personenkult, weil das ist das Einfachste, was noch rauszuhauen geht. Und dann halt nach und nach halt die Gesetze anpassen. Vielleicht, wenn ihr auch jetzt hier in den grundpolitischen Statuten nicht weiterkommt. Das muss man auch anmerken, das sind ja alles grundpolitische Statuten, über die wir reden. Mit Gewerkschaften, Verbänden, Religion, können wir auch mal ganz kurz vorbeigucken. Gucken wir mal hier, was wir dazu die Meinung da sieht. Ja, hier zum Beispiel, wenn wir die Religion ein bisschen weiter befreien, die weniger wichtigen Religionen zu kontrollieren und einzuschränken, dass man tatsächlich zum Beispiel hier dann tatsächlich mehr Religionen zumindest dann überhaupt zulässt. So, also dass man hier dann tatsächlich, dass man hier die großen Kernreligionen hier, also zum Beispiel dann, ja, keine Ahnung, gut, der größte Teil ist ja Buddhisten, der Rest sind Atheisten und andere Religionen, aber dass man zum Beispiel hier diese anderen Religionen dann so ein bisschen, vielleicht den einen oder anderen Teil, vielleicht die Christen oder so, dann zum Beispiel aus dieser Regelung rausnehmen kann, dass man da tatsächlich dann hinterher ist. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr von diesen Grundfesten nicht rütteln könnt, ne, dann vielleicht überlegen, ob ihr vielleicht irgendwie anders an die ganze Sache ran könnt. Es gibt auch so viele Felder tatsächlich, wo man sich darum kümmern könnte. Es wären zum Beispiel hier die Freiheiten der Lehre. Wir haben momentan Indoktrination. Wie wäre es mit zensierten Schulplänen? So, da sind wir auch schon relativ nah dran. Wenn ihr das zum Beispiel verbunden kriegt, hier 53% mit etwas, was ihnen gefällt, hier zum Beispiel an der Dauer der Schulferien dann nur anfangen zu schrauben. Ich weiß nicht, wie wäre es mit weniger? Einfach mal kurz gucken. Das liegt im gegensätzlichen Interesse der Partei. Das heißt, wenn wir die erhöhen, müssten die auch eigentlich. Okay, auch schwierig, aber. Sekunden, aber kurz, wir haben bei 100, versuchen wir mal 110, vielleicht war es einfach ein bisschen zu radikal, was ihr fordert. Seht ihr, genau, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt versuchen würde, die Dauer der Schulferien das durchzubekommen. Sekunde, packen wir mal einfach eine neue Reform und jetzt versuche gleichzeitig dazu, die zensierten Schulpläne durchzukriegen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht nicht sogar dazu kriegen. Okay, ich darf es jetzt tatsächlich gerade nicht sehen, wie darüber abstimmen, weil ich gerade auf Schwierigkeitsstufe Mittel, glaube ich, bin. Aber tatsächlich glaube ich zum Beispiel, so würdet ihr es zum Beispiel wieder freikriegen, so. Also, dass ihr euch halt auf jeden Fall an andere
Teile dann macht. Es gibt natürlich auch, klar, also Bildung ist halt ein so ein Punkt, worauf ihr euch konzentrieren solltet, wenn wir es hier gerade sind. Dann könnt ihr natürlich noch gucken, dass ihr vielleicht hinsichtlich der Kulturenförderung anfangt, ein bisschen anders zu arbeiten, dass ihr tatsächlich versucht, so ein bisschen das künstlerische Leben in eurem gesamten Teil hier, in eurem gesamten Land ein bisschen zu steigern. Kritik am Staat, das ist wieder so einer der großen Dinger, wo tatsächlich ihr zuletzt dran müsst. Das ist ein bisschen viel des Guten. Da müsst ihr vielleicht gucken, ob ihr vielleicht hier noch irgendwie was dran dreht. Okay, pornografische Darstellung ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, wobei Kommunisten, die müssten da eigentlich, geht sogar. Könnte man auch vielleicht irgendwie wieder durchkriegen. 63 ist jetzt nicht so viel, was man da umbiegen müsste. Genau, also an Kultur könnt ihr rumschrauben. Klar, Medien ist natürlich noch so ein Ding. Informationsgrad ist halt, wie gesagt, auch wieder ein bisschen schwierig. Wir könnten uns das hier nochmal ganz kurz angucken. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf Kontrolle und Zensur raus wollen, wären wir auch ziemlich nah dran. Da muss man halt gucken, wie man das macht. Also, momentan sind alle Sender zum Beispiel auch Staatsfernsehen. Sender privatisieren, das sehe ich tatsächlich auch wieder schwieriger an. Also, dass ihr tatsächlich versucht, so nach und nach das durchzudrücken. Wie gesagt, vielleicht dann diese politischen Instanzen, dieses große Gesamtbild, dann wirklich zuletzt euch zuerst dran macht an den kleineren Teil, dass ihr dort dann arbeitet. Ich weiß auch gar nicht, wie es in der Justiz zum Beispiel aus, so Verhältnisse zwischen Macht und Staat, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur die Kontrolle über die Richter wollen, na gut, das ist ein bisschen, wieder auch 63, ein bisschen mehr dagegen. Alle Todesstrafe zum Beispiel abschaffen, wie sieht es denn damit aus, Freunde? Oh, das sind ja noch mehr Gegner, okay, alles klar. Ja, muss mal gucken, dass man das vielleicht tatsächlich halt irgendwie dann versucht, geregelt zu bekommen. Denn wie gesagt, ist jetzt halt alles schwierig. Da müsst ihr euch tatsächlich da ein bisschen drum kümmern. Aber halt, dass ihr sozusagen dann erst versucht, so die ganzen grundsätzlichen Sachen so ein bisschen zu lockern. Erstmal so ein paar Stellschrauben zu drehen und dann halt sozusagen immer weiter. Dass ihr euch das quasi vorstellt, dass ihr tatsächlich, ich sag mal, wie einen Schrank auseinandernehmt. Ne? Ihr baut halt nicht gleich, ne, die Seitenwände auseinander, sondern ihr fangt tatsächlich halt erst mit den Schubladen an, so sag ich mal. Und dass ihr das tatsächlich versucht, dann nach und nach so ein bisschen aufzudröseln und aufzubröseln. Und auch hier gilt halt wieder für euch in allererster Linie, was ihr braucht, ist Zeit. Viel Zeit, die ihr mitbringen müsst. So, also ich glaube sogar, von einer Diktatur zur Demokratie würde ich sogar sagen, also wenn ihr zum Beispiel jetzt 2016 braucht, glaube ich, noch mehr Zeit als von einer Demokratie zur Diktatur. Weil ich glaube, die Partei ist immer in solchen Dingen noch ein bisschen nachtragender als das Volk. Weswegen ihr, also wenn wir sagen, vielleicht in Deutschland zur Diktatur in 3 Jahren, sagt mal Nordkorea in Demokratie so in 5 Jahren. Dass ihr hier tatsächlich halt wirklich, wie gesagt, also halt versucht, nach und nach diese Stellschrauben anzupassen und euch dafür halt, ja, passend viel Zeit lasst. Wir können mal ganz gut gucken, wie sieht es eigentlich aus. Also Wahlen gibt es ja keine, aber dass ihr dann zum Beispiel irgendwann vielleicht sogar den Wahlreiter geöffnet bekommt. Ja, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das Ganze angeht, wie ihr das Ganze dann selber demokratisieren wollt, die ganze Geschichte. Aber auf jeden Fall so dann die grobe Ausrichtung, was natürlich auch euch als Hilfe dienen kann, ne? Dass ich euch das mal ganz kurz gesagt habe. Ne? Also wir haben es für vorhin schon mal bei Justizstandsfreunden zum Beispiel, hier Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof zu verlangen. Ne? Also je mehr Reform ihr einleitet, desto eher kommt ihr in internationale Organisationen rein. Und das verschafft euch noch mehr Rückhalt, Leute. Das müsst ihr bedenken. Also wenn ihr nämlich jetzt tatsächlich also Reform einleitet, wie gesagt, jetzt nicht mit der Brechstange, Leute. Ganz wichtig, wenn ihr mit Brechstange kommt, dann seid ihr weg vom Fenster. Aber wenn ihr da sachte Reformen leitet, könnt ihr nach und nach halt versuchen, in irgendwelche Organisationen reinzukommen. Wir können mal ganz kurz gucken. Also UNO sind wir ja quasi drin, da brauchen wir uns ja keinen Gedanken drüber machen. Aber hier, nicht Mitglied. Was haben wir denn hier? Was gibt es denn hier Schönes? Ich glaube, die WHO müsste ja auch zum Beispiel irgendwo sein, ne? Gut, G20 ist vielleicht ein bisschen viel des Guten. Ja, NATO auch wohl nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, müsst ihr euch immer, genau, hier WHO, ne, Welthandelsorganisation, zum Beispiel, wenn ihr es schafft, da dann irgendwo reinzukommen, ne, das sind halt so Sachen, die, da werdet ihr plötzlich sehen, wenn ihr es schafft, da tatsächlich in WHO reinzukommen, dann wird sich eure Wirtschaft zum Beispiel auch positiv auswirken, wisst ihr, so ganze Handelsblockaden, so ein Scheiß, alle Sanktionen, die gegenüber euch gemacht wurden, fallen weg und dann werdet ihr sehen, plötzlich ist euer Defizit nicht mehr bei minus 0,3, dann seid ihr plötzlich bei plus 5, plus 10%, da habt ihr Geld, das ihr ausgeben könnt, Geld, das ihr investieren könnt, in Infrastruktur etc. pp., wirtschaftlichen Aufschwung und halt alles das, was sozusagen dann dieser gesamte Demokratisierungsprozess mit sich bringt. Also tatsächlich, dass ihr das euch nochmal so als kleine Nebenstütze merkt, eure kleine Gedankenstütze, dass tatsächlich also die Internationalisierung eures Landes, ne, also raus aus dieser Isolation tatsächlich halt auch noch ein wichtiger Nebenpunkt, so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz sein sollte, den ihr auf keinen Fall vernachlässigen solltet. Also nicht nur die Revolution der Innenpolitik sozusagen, sondern dass ihr auch tatsächlich auch darauf fokussiert, ja, die Außenpolitik eures Landes zu revolutionieren. Gut, Freunde, ich würde sagen, damit habe ich jetzt auch, denke ich, alle Felder so grob bearbeitet, was ich euch so dahingehend mitteilen wollte. Also, wie gesagt, denkt mal drüber nach.
Ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Hilfe sein. Wie gesagt, ihr müsst halt gucken, wie ihr das dann immer anpasst. Also wie gesagt, Nordkorea ist halt eine linke Diktatur, gibt natürlich auf der Welt auch rechte Diktaturen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen umgekehrt arbeiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, wir haben gerade über die Dauer der Schulferien kurz geredet, ne, da werden wahrscheinlich die Rechten stehen da eher ein bisschen strammer, die mögen ja weniger Ferien so, dass ihr auf jeden Fall, dass halt diese passenden Stellschrauben dann jeweils dreht, dass das Ganze auf euer System, auf euer gespieltes Land dann passt. Genau, das sind so die Dinger, also auf die ihr achten müsst. Wie gesagt, dann würde ich sagen, damit entlasse ich euch aus dem heutigen Tutorial. Ich hoffe, ich konnte eine kleine Hilfe sein. Fragen wie immer gerne in die Kommentare hinein. Und ansonsten, ja, auch weitere Anregungen für weitere Tutorials, so kurze Sachen, wo es sich nicht lohnt, ein ganzes LP dazu zu machen, aber halt ihr es ganz gerne mal so bildlich erklärt haben wollt, dann, ja, wie gesagt, bitte damit in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein und ciao.